Hallo Leute und willkommen im Baututorial zu einer schönen Kirche. Die Kirche ist klein, aber fein und eigentlich ganz leicht gebaut. Das erste, was ihr machen müsst, ist euch ein Kreuz legen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und jeweils an den Außenseiten, also dann auf Block 6 und Block 7, legt ihr einen Block und zieht den 4 in die Höhe. Das macht ihr auch hier. Auch hier sind 1, 2, 3, 4, 5 frei. Das ist überall so. Und am Ende habt ihr ein schönes Kreuz. Sieht so aus. Und wenn ihr die 4 nach oben gezogen habt, die Pfeiler, machen wir Gewölbe daraus. Die Gewölbe machen wir so. Bitte hier keine Treppen einlegen, weil das sind volle Wände. So. Bei wirklich jedem dieser Pfeiler machen wir das, bis wir das hier erhalten. Auch hier, so. Und auch hier. Das war nix. So. Und achtet darauf, dass es auch wirklich die gleiche Höhe wird. Nicht, dass es euch so geht, wie ich es gerade machen wollte. Dann haben wir nämlich ein Problem. So, weiter geht's hier. Wir sehen uns dann, wenn das gemacht ist. So, wenn das Ganze gemacht ist, sieht das ungefähr so aus. In der Mitte hier könnt ihr die zum Beispiel rausnehmen. Und tatsächlich durch Treppen ersetzen. Das sind keine vollen Blöcke hier, sondern einfach nur die Durchgänge durch das Gewölbe. Da sieht es da tatsächlich auch besser aus. Nicht so klobig. Ja, da fehlt noch. An der oberen Seite werdet ihr jetzt überall so eine kleine Einbuchtung haben, also wo ein Stein fehlt. Von hier aus gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in die Höhe. Das machen wir auf allen vier Seiten. So, wenn das geschehen ist, gehen wir nochmal hier ran und ziehen uns hier noch einmal die Außenkonturen. Hier rein. So. Und auf diesen Außenkonturen, und denkt dran, was ich euch immer sage, verwendet bei Stein mehrere Steinarten. Nehmen wir Bruchstein und gehen hier noch einmal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hasse es, wenn mir das passiert, wenn ich an die Taste rankomme. Und ziehen das innen nochmal nach oben. Wieder habe ich es gemacht. Das könnt ihr jetzt wieder auf allen vier Seiten machen. So, wenn ihr das geschafft habt. Ich habe noch auf jeden fünften, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Bis nach oben hin. Das geht sich dreimal aus. Einen Ring herumgelegt und Fenster reingemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich Ginterfenster oder Fensterscheiben einsetzen werde, aber irgendwas werden wir einsetzen. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal das Dach. Beim Dach gibt es nämlich eine ganz kleine Kleinigkeit, die ihr beachten müsstet. Wir gehen einmal komplett mit denen nach außen. So wie wir es kennen, ein leichter Überhang. Aber es gibt eine kleine Falle bei der ganzen Sache. Und zwar, nämlich wenn wir das Ganze hier machen und dann hier auch nach außen wollen, connectet das. Lasst es euch getrommelt sein, legt hier einfach eine Slab ein. Es sieht besser aus,
und danach könnt ihr das Ganze ganz normal nach außen ziehen und zuziehen, wie wir es gewohnt sind. Ich mache das auf einer Ecke mit euch und den Rest macht ihr alleine. So, hier nach außen, hier nach außen, hier nach außen und hier einmal rundherum, sodass wir hier um die Kurve kommen. Und dann machen wir das hier, das Ganze noch einmal. Das steht dann hier auch über. Da könnt ihr hier nochmal nach oben eine reinlegen. Es wird euch keiner verurteilen, es sieht keiner. Beziehungsweise ihr legt das Ganze einfach hier an. Sieht auch gut aus. Und dann eben von der Seite auch wieder ganz einfach nach oben ziehen. Hier nach außen ziehen auch. Ist ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet reinfinden. So, eines der Dächer machen wir jetzt zu zweit noch fertig und dann der Rest gehört euch alleine. Im Grunde ist es nicht schwer, wir gehen nämlich einfach immer nur ums Eck. Hier auch, so wie wir es gewohnt sind, wie wir es gesehen haben jetzt. Und dann natürlich von hier aus auch. Gehen wir genauso und kriegen ein wunderbares Dach. Oh, das war jetzt nichts. So. So sieht es besser aus. Und natürlich dann ganz normal, ganz klassisch ziehen wir zu mit Slabs. Ups. Und damit es vielleicht noch ein bisschen besser aussieht, hier noch. Und zack. Dann ist es nicht ganz so flach und sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, der Rest up to you. Wir sehen uns, wenn das gemacht ist. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen intensivieren, indem ihr hier eine Slab reinlegt. Dann könnt ihr nämlich das hier, wenn ihr das doppelt nach unten gemacht habt, weil ihr das hier nicht sehen wollt von der Treppe, könnt ihr das ein bisschen entmachten und dann könnt ihr noch rangehen und dem Ganzen einen kleinen Topper hier nach außen geben. Ja. Dann sieht das Ganze wieder um eine Ecke schöner aus. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Wände rein. Wir brauchen natürlich einen Eingang. Beim Eingang würde ich euch empfehlen, nehmt als erstes mal ein Holz eurer Wahl. Eine Tür muss auch rein. So. Tür rein, ganz klar. Wir nehmen die klassische Tür. Ich habe gesagt, wir nehmen die klassische Tür. So. Weiters würde ich euch dann empfehlen, nehmt ihr euch einen anderen Block. Ich würde hier Andesit empfehlen. Diesen zieht ihr einmal so rundherum um die Tür, damit so eine kleine Außenkapelle noch entsteht, beziehungsweise nach außen noch ein bisschen so ein Gewölbe entsteht. Legt das hier so an. Den hier würde ich durch ein Licht eurer Wahl austauschen. Ich habe hier schon eins liegen. Ja. Somit ist das Ganze auch gleich beleuchtet. Und darauf noch eine Slab, vielleicht, wenn ihr wollt, darunter noch eine. Wem es gefällt, der kann es auch so machen. Ja,
würde ich mal sagen, ist mehr als genug. Und nun geht's an die Wände. Die Wände würde ich euch empfehlen, macht sie mit einem anderen Block. Es muss jetzt nicht unbedingt der ich habe überhaupt den befallenen Bruchstein genommen. Na, Gott sei Dank baue ich nicht in im Normal. So, also in Survival. Da wäre das fatal. Wir nehmen uns hier, da wir ja Auswahl haben, würde ich mal sagen, nee, Schwarz kommt vielleicht gar nicht mal so gut an. Da bleiben wir bei dem hier. Es kommt sowieso sehr viel Glas zum Einsatz. Grüße Türken. So. An den Seiten hier nämlich will ich immer, und damit meine ich immer, Glas haben. Hier hinten machen wir zu, bis auf eine. Wir bauen uns nämlich hier noch ein Kreuz rein. Ja, Kreuz ist drin. Und da ich kein Freund von der durchsichtigen Glasscheibe bin, werde ich wieder das weiße Glas verwenden. Ich finde, dass es ein Tick besser aussieht. So. Oh. Falsch. So. Ich finde, hier könnten wir auch ein Kreuz reinmachen. Das ist gegenüber von der Tür. Da ist es auch gegenüber von der Tür. Und hier ist dann der Fahrer am Werke. Das passt so. Und hier könnten wir auch komplett zumachen. So, die weiße Glasscheibe. Nee. Komm. Aber ich würde mal sagen, wir geben hier auch noch jeweils einen Layer rein. Weißer Beton würde sich hier auch ganz gut machen, würde ich meinen. Beton im Allgemeinen. Oder Wolle. Wolle kommt immer gut. So. Dann haben wir noch hier ein klitzekleines Problem. Aus dem Problem machen wir jetzt kein Problem mehr. Wir ziehen hier einmal zu. Einmal zu und einmal zu. Können hier die Pfeiler nach unten ziehen. Ja, jetzt entgleist es aber komplett. So. Sieht gut aus. So, dann von der Mitte hier gehen wir auch in die Höhe. Ziehen einmal hier so rundherum. Bis auf da, wo ihr raufkommen wollt natürlich. Ich würde mal sagen hier, weil ich hier gerade so schön am Ding bin. So, dann nehmen wir uns Leitern.
ziehen den hier komplett nach oben. Und ich würde euch empfehlen, macht eine Wendeltreppe. Wenn ihr nicht wisst, wie eine Wendeltreppe funktioniert, ich zeige es euch jetzt vor. Wenn ihr hier raufkommt und euch hier hinstellt, immer rund um den Pfeiler herum, eins nach oben. Na. Bis ihr wieder hier angekommen seid und hier macht ihr euch dann einmal komplett rundherum einen schönen Aufgang. Muss nur schauen, da geht's. Ja. Dann hier wieder die Fenster. Wenn ich das Glas noch hätte, so. Und von hier aus müsstet ihr dann sowieso, wenn ihr die Fenster wollt, mit Leitern weitermachen. Weil ansonsten geht ihr über die Fenster drüber und das sieht dann auch nicht so toll aus. Also von hier aus dann Leitern. Hier dazwischen könnt ihr natürlich wieder eine Ebene einziehen. Könnt ihr euch auch noch irgendwie kleine Stauräume oder so schaffen damit. Na komm, geh rauf. Du kannst fliegen, komm. Sei nicht so faul. Oh. Sind dreier Fenster, das war nur ein einser Fenster. Beziehungsweise zweier Fenster. Habe ich da dreier Fenster gemacht oder sind es zweier Fenster? 1, 2, 3. Nee, passt. So, und dann bleibt nur noch eins zu tun, und zwar den Kirchturm zu machen. So geht es ein bisschen leichter. Den Kirchturm machen wir auch ganz klassisch mit denen und denen hier. So, lasst mich mal nachdenken. Die erste Umrandung ist geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt zwei mit denen nach oben. Dann gehen wir eins nach innen und gehen drei nach oben. Innen vier, eins, zwei, drei, vier. Und zum Schluss noch einmal fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Wie sieht das von der Weite aus? Sieht sehr gut aus. So, hier würde ich mal sagen, gehen wir mit Zaun nach oben. Oder zuerst noch Mauer. Zwei Stück weit. Wir machen uns natürlich einen schönen, schönen Endturm. Und ich würde mal sagen, von hier aus auch noch 1, 2, 3, dann mit Zaun noch 3 und dann noch mit Gitter. Ein bisschen was und das dürfte es dann gewesen sein. So, würde ich mal meinen. So, dann was machen wir hier? Allzu viel Platz haben wir ja nicht, also würde ich mal sagen, wir legen hier an. So war es nicht gedacht.
und legen hier Licht ein. Die wir hier mit Treppen umranden. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Das könnte man hier auch machen. Ich treffe alles Mögliche, nur nicht das, was ich treffen will. Dann sieht es nicht ganz so ausgedrungen aus. So, hier vielleicht auch nochmal Licht. Da ist euch natürlich überhaupt keine Grenze gesetzt. Ich erfinde das auch gerade frei. Da es hier ein bisschen maskuliner vielleicht aussehen könnte. Warum habe ich da auch was vergessen? Würde ich mal sagen, wir nehmen uns hier Baumstämme. Da. Nochmal so. Da habe ich einen Baumstamm vergessen. Da. Würde ich mal sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier vielleicht noch mit Stufen den Abschluss erzielen. Hoppala! Bietet sich so richtig an hier. Ja, würde man sagen, so kann man es lassen. Hier vielleicht noch nach unten hinweg. Damit es nicht so abrupt bricht, würde ich mal sagen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Hier vielleicht noch Lichter eingebaut auch. So ist der auch beleuchtet. Ja, und was ihr hier so noch reinmacht, das ist dann euch überlassen, ob ihr eventuell noch Glücksgemüse oder sonst irgendwas einsetzen wollt. Von meiner Seite aus ist diese Kirche fertig. Und ich sage danke fürs Dabeisein, viel Spaß beim Nachbauen und tschüss. Bis dann. Ciao.